Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen zunächst mal einen wunderschönen Sonntag wünschen. Es freut mich, dass Sie jetzt das Wort für die Woche sehen. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für das Vertrauen zu bedanken, was mir die Wählerinnen und Wähler der Pfarrei St. Johannes Baptist in Hagen entgegengebracht haben, die mich am vergangenen Sonntag zu ihrem neuen Pfarrer gewählt haben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich mich dessen würdig erweisen werde. Ich werde mich nach Kräften mit der Hilfe Gottes einsetzen, mit Ihnen zu wirken. Dafür herzlichen Dank. Ich möchte heute auf zwei Dinge hinweisen. Am kommenden Sonntag wird es nach der 11 Uhr Messe in St. Philippus und Jakobus eine Einladung geben zu mir in den Garten, in Pastors Garten. Wir werden uns dort treffen zum Grillen und zum Kaffee und einfach zusammen sein. Dazu herzliche Einladung an alle aus dem Pastoralverbund. Dann möchte ich hinweisen, dass wir am 2. Oktober eine Radwallfahrt nach Bochum-Stiepe machen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Es wird morgens losgehen in Philippus und Jakobus und wir werden in Wetter eine Station in der Kirche machen, um dann den Ruhrradwanderweg nach Bochum-Stiepel zu radeln. Man kann allerdings auch um 12 Uhr direkt mit dem Auto dahin fahren, um dann dort der Messe beizuwohnen. Ja, heute ist Caritas-Sonntag. Gott ist die Liebe. Das ist die Kurzformel dessen, was Gott von sich sagt und was er ist. Er ist die überfließende Liebe, die unser Herz erreichen möchte und mit der er uns erfüllt und mit der er die Welt erfüllen möchte. So auch die gleichnamige Enzyklika des Nachfolgers des heiligen Johannes Pauls II., Benedikt XVI. Mit diesem Gedanken wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und Gott segne Sie. Und begleite Sie in der kommenden Woche. Alles Gute für Sie. Dankeschön.